Einen wunderschönen guten Morgen aus Uganda wünsche ich euch. So, wir sind jetzt auf dem Markt. Es ist heute nicht so viel los, sie hat sich schon entschuldigt, aber ein bisschen können wir trotzdem sehen. Hier wird alles verkauft, was sie so herstellen und ernten. Is something to smoke? Tamarin. Tamarin? They use it for porridge and some, also sometimes it is medicinal. Like it helps in cutting weight and also it helps in the stomach problem. You know? Okay. Yeah. So tamarin, yeah. I want to buy this. Okay. Yeah. Er repariert ein Telefon. This is it's called Magadi in Magadi. Magadi. Yeah, it is soda ash. The soda ash, they use it like when you're boiling hard beans, mm-hmm. You can get a smell like that. You put in the beans and it gets ready very fast. Okay. And also, it's also used to make tobacco, like the other one. The one they showed you from the village, mm-hmm. they grind it, then they mix with the tobacco. Also man macht das ganz klein und dann kann man das mit dem Tabak mixen und schnupfen. Mangos. This is 1,000. 1,000 shillings. 1,000 shillings, Ugandan money. Hier sieht es aus wie ein Friedhof. Hier wird jetzt Fleisch verkauft. Is it a cow? No, it's a goat's meat. Okay, goat's meat. Maria kauft hier gleich kräftig ein, denn hier auf dem Markt ist es so, so viel billiger als in der Stadt in Moroto. Das Fleisch liegt hier wahrscheinlich schon eine ganze Weile, bevor wir kamen. Und sie hat auch nicht gleich Feierabend, wenn wir zurückkommen. Denn wir gehen abends noch in ein Dorf und schauen, wie die Tiere, die Herde, zurück ins Dorf kommen. Also das Fleisch ist praktisch komplett ungekühlt. Sie bezahlt 5.000 für die Keule. I'm actually buying. Ja. 5.000. Okay. It's very cheap. So, ich kaufe jetzt auch noch ein paar Mangos. How much do you want? So, for 1,000? Ja. Okay. Für heute Abend zum Naschen. Sie redet mit mir. Also, sie lachen, weil ich Mangos kaufen will. So, jetzt werden meine Mangos eingepackt. Sie freuen sich so, dass ich Mangos haben möchte.
Ajoha. Ego. Kann langsam die Sprache. An der Reaktion der Karamajong-Frauen seht ihr, dass ich wirklich local unterwegs bin. Sie kennen es nicht, dass weiße Menschen bei ihnen Mangos kaufen und darum lachen sie so sehr darüber. Ich finde es gut, die Locals zu unterstützen und daher kaufe ich gern für den doppelten Preis die Mangos. So viele Mangos für 1000. Es hat verschiedene Gründe, dass hier ständig Polizei ist. Einmal geht es natürlich um Korruption und zweitens sind wir hier fast an der Grenze zu Kenia. Es gibt hier so unglaublich viele Hilfsorganisationen wie UNICEF und so weiter. Das muss alles gut bewacht werden. Lunchtime. So, wir essen jetzt Mittag. Reis, Bohnen und Chicken. Dort seht ihr den Mount Meru. Wir sind jetzt tief in die Berge gefahren. Ich möchte nämlich erleben, wie es in einem Karamajong-Kral am Abend zugeht. Wie das Vieh zurück von der Weide kommt und was sonst noch abends passiert. Ja. It rarely rains. So, wir gehen jetzt hier durch die Wüste ins Kral. Jetzt ist unser Weg versperrt durch einen Baum. Ups. Ich habe gerade gefragt, ob es Schlangen gibt. Ja, gibt es. Also muss ich gucken. Maria hat sich in der Mittagspause neue Haare machen lassen. Die Haare haben 35.000 gekostet. Wir kommen nicht über diesen Weg hier. Schaut mal, vorher hatte sie ganz, ganz kurze und jetzt hat sie ganz, ganz lange Haare. Es sieht viel, viel schöner aus, viel fraulicher und es hat 9 Euro gekostet. Nice view, the mountains. So nice. Das ist das erste Tor vom Kral. You can't get to the Kral. We have very many gates to the Kral. Okay. Yeah, we have around 6 to 7 gates. But that is the first one. Komm, wir ziehen nach Hause zurück. A puppy. Oh. I want carry on. I want carry on. The puppy. Jede Familie hat so einen kleinen Kral für die eigenen Ziegen. Only in the night and tomorrow morning they move out. Okay. For grazing. Ziegen werden jetzt gemolken. Die Milch wird für den eigenen Bedarf genutzt. Ein Kälbchen. From the goats. Ah, die Milch. Von den Ziegen. Also die Kleinen, die dürfen erst bei der Mutter trinken, wenn die gemolken sind, um den Rest dann zu trinken. Ja?
Kinder in dem Alter fangen an, als Hirte zu fungieren. Taking the cows, grazing, taking the, like, he's a shepherd now. Ja. Yeah, he's fully shepherd. So mit 7, 8 Jahren fangen sie an, die Ziegen zu hüten. Die kleinen Ziegen bleiben tagsüber im Kral und die haben jetzt mächtig Kohldampf und wollen bei der Mutter trinken, aber die ist noch nicht gemolken, darum hält er sie fest. Das Kleine ist so hungrig. Das ist die Stammesälteste, die schmeißt uns nachher noch raus, weil ich keine Ziegenmilch kaufen wollte. So, jetzt kommen die Kühe auch. Also da schlafen die Männer unter den Bäumen und unter den Häusern, in den Häusern schlafen die Frauen. Die Männer schlafen unter den Bäumen, weil sie ihr Vieh bewachen wollen. Gegenseitige Raubzüge sind hier an der Tagesordnung. Schaut euch mal das Mädchen im Vordergrund mit dem roten Pullover an. Sie dreht sich immer wieder um und schaut nach hinten oder auch hinter die Kamera, weil sie kann es nicht fassen, dass sie ihre Freunde dort in der Kamera sieht, im Bildschirm. Sie sieht sich das erste Mal selbst. Das ist die Küche. Und das Wohnzimmer zur selben Zeit. Ja. So, die Kamele kommen gerade. Wir gehen jetzt mal schauen. Jetzt kommen die Kamele. Hey, hey. Maria. Oh. Alakara. Alakara. Ejocha. Ha! Oh wait, the alakara. Jetzt in diesem Moment kippt die Stimmung. Das größte Problem ist das Local Bier, was sie sich selbst brauen. Am Abend sind hier super viele Menschen betrunken. Und zwar so betrunken, dass wir sie im Busch am Wegrand liegen sehen haben. Das Problem für sie ist, dass ich keine Milch kaufe. Aber Maria hat mir im Voraus gesagt, ich soll keine Milch kaufen. Das vertragen wir nicht, weil die ist praktisch frisch gezapft vom Euter sozusagen. Ah, okay. That's where she goes and fetches water from. Okay. Hä?
So viele Ziegen. Es kommen immer noch Ziegen. Also es ist alles eine Familie und auch Freunde, also Brüder und die jetzt hier leben. Die Kamele sind aus Kenia hierher befördert worden. Als Transportmittel und ja, auch für Kamelmilch. Ich glaube, Maria hat jetzt irgendwie ein bisschen Ärger bekommen. Die sahen jetzt nicht mehr so freundlich aus. Die kommen jetzt alle hinter uns hinterher. Ich glaube, das ist eher so ein Rausschmiss gerade. Keine Ahnung. Zum Beispiel, der da liegt, der hat zu viel Local Bier getrunken, der ist völlig betrunken. Und was genau passiert ist, weswegen die uns rausgeschmissen haben, das erkläre ich, wenn ich wieder im Zeltcamp bin. So, bevor ich jetzt meinen Pineapple Juice trinke, will ich euch kurz erklären, was passiert ist. Und zwar ist es ja komplett untouristisch, was ich hier mache. Ich habe mir praktisch die Maria als Guide gesucht und sie zeigt mir hier ihre indigenen Stämme sozusagen, die Karamajong. Und ja, sie spricht ihre Sprache und ist auch eine von ihnen. Und ich habe praktisch dafür bezahlt und habe gefragt, ob das ausreichend ist oder ob ich dort vor Ort noch supporten muss. Nein, mein Geld wird komplett für die Menschen, die ich besuche, verwendet. Und dann sind wir da angekommen. Und die waren erst alle ganz nett und haben mir alles ganz lieb gezeigt. Und irgendwann kam ein junger Mann und drückte mir eine Flasche Milch in die Hand. Ich verstehe die Sprache nicht. Und Maria sagte, sie würde mir empfehlen, es nicht zu trinken. Und ich mag auch keine Milch. Ich trinke auch in Deutschland nie Milch pur. Vielleicht mal im Kaffee, aber das war es auch. Und ich wusste auch gar nicht, was es für Milch ist. Die hatten ja Kamele da, Ziegen und Kühe. Jedenfalls merkte ich, als ich ablehnte, wie die Stimmung kippte. Und plötzlich kam die ältere Dame, ich blende sie hier nochmal ein, und beschimpfte Maria, also so, dass ich merkte, ups, hier geht's los. Und Maria sagte dann nach kurzer Zeit, wir müssen jetzt gehen,
Eigentlich wollten wir noch auf den Rest der Kühe warten. Aber, und ich verstand gar nicht, was passiert war. Und wir sind dann losgegangen und die haben uns wirklich bis zum Auto gebracht. Das war vielleicht 1,5 Kilometer Weg. Und George, unser Fahrer, der stand schon da, Autotüren auf, angelehnt, Arme verschlossen und lachte uns an. Und ich sollte dann ganz schnell ins Auto steigen. Und Maria schrie sich einfach nur mit den Menschen dort an. Und irgendwann kam sie auch ins Auto und George meinte nur, they are drunken, also sie sind betrunken, und zeigte mir, auf der anderen Seite lag auch einer quer über die Straße, völlig betrunken. Also den Eindruck hatten die mir jetzt nicht gemacht. Da waren so ein paar junge Männer dabei. Ich blende euch mal hier ein Foto von dem ein. Der schien mir ganz fit und intelligent zu sein. Jedenfalls wurden wir praktisch verjagt dort. Und ich habe immer zu Maria gesagt, ich kann Ihnen Geld geben, das ist kein Problem. Ich habe Geld dabei, ich kann Ihnen Geld geben. Und Maria sagte, nein, Sie bekommen jetzt kein Geld. Sie haben das Geld schon bekommen und damit hat sich's. Ja, das war das Ende meines Besuchs im Kral. Hat euch das Video gefallen? Wenn ja, gebt mir doch einen Daumen hoch. Und wenn ihr weitere solche Abenteuer-Videos sehen wollt, dann abonniert gern hier unten meinen Kanal. Bis bald!